Also erstmal hallo, wir hören gerade den letzten Satz aus der Suite aus Holbergs Zeit, komponiert von Edvard Grieg. Sagen Sie mal, Herr Grieg, was ist denn eigentlich los? Warum kringeln Sie sich da so vor Lachen? Und was ist das eigentlich für ein Frosch? Ja, also, dieser Frosch ist mein Glücksbringer. Den habe ich immer dabei, wenn ich auftrete. Zum Beispiel als Pianist oder als Dirigent. Dann streichle ich über seinen kleinen Kopf und mache ihn in meine Fracktasse. Und dann wird alles gut. Ja, und gute Laune habe ich natürlich wegen der Musik. Das ist doch eine Rigoudon. Naja, also man wird ja mal nachfragen dürfen. Also bei Ihnen weiß man ja nie so genau, ob Sie uns nicht gerade einen Streich spielen und irgendwelchen Unsinn erzählen. Unsinn erzählen? Jetzt trage ich einmal etwas Wichtiges bei und werde sofort falsch verdächtigt. Frosch, wir gehen. Hupla, ich hoffe, ich habe ihn nicht allzu sehr verärgert. Also, Edvard Grieg hat recht. Das, was wir gerade hören, ist ein Rigoudon. Und genau wie Digavot ist das ein barocker Tanz, den er in seiner Holberg-Suite geremixt hat. In Rigoudon steckt das französische Wort rigoler. Und das heißt Spaß haben, lachen. Und das hört man der Musik auch an. Wie sie gluckst und lacht und vielleicht auch ein bisschen quakt, wie der Frosch von Herrn Grieg. Seht mal, wie Florin, unser Konzertmeister, den ihr im letzten Clip kennengelernt habt, spielt. Man sieht ihm die Freude förmlich an. Na, endlich hast du mich und Frosch verstanden. Es hat ja auch lang genug gedauert. Ja, ist ja gut. Hab's verstanden. Bitte nicht sauer sein, ja? Und Entschuldigung auch an den Frosch. Entschuldigung angenommen. Quack. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Also dieser Troll ist wirklich ganz schön frech. Das ist doch Ruth Reinhardt. Die Dirigentin, die gerade eben das HR-Sinfonieorchester bei der Holberg-Suite dirigiert hat. Was machten die da? Ich frag sie mal. Hallo Ruth, kann ich kurz stören? Ja, du dirigierst hier ohne Orchester. Was machst du denn da gerade? Naja, ich meine, normalerweise habe ich ja ein Orchester in der Probe. Aber Dirigenten müssen auch manchmal ein paar Stellen durchgehen vorher. Und das mache ich dann jetzt ohne Orchester. Ich stelle mir quasi vor, wo die zum Beispiel sitzen, die einzelnen Instrumente. Und dann überlege ich mir, wie die Musik genau klingen soll und wie ich das mit meinen Händen am besten zeigen kann. Also das Orchester ist praktisch dein Instrument. Da gibt es die verschiedenen Musiker und die haben ja alle Noten. Was hast denn du da eigentlich für Noten? Ich habe auch Noten, aber die sind etwas besondere Noten. Die heißen Partitur. Und was ist eine Partitur? Was ist der Unterschied? Das Besondere an der Partitur ist, dass ich alle Stimmen gleichzeitig sehen kann. Jeder Musiker im Orchester spielt ja nur eine Stimme, aber die spielen alle andere Stimmen. Und da ich quasi den Überblick behalten muss und auch schauen muss, dass alles gut zusammenpasst, habe ich alle Stimmen übereinander geschrieben. Ihr könnt ja mal schauen, wie das aussieht. Also, in der Partitur sieht man Zeile für Zeile die Instrumente aufgelistet. Ganz oben sind die höchsten Instrumente und unten die tiefsten. Also ganz oben die ersten Geigen, dann die zweiten Geigen, die Bratschen und ganz unten die Celli und Bässe. Und ich als Dirigentin kann also sehen, was alles gleichzeitig passiert, damit ich aufpassen kann, dass nichts auseinanderfällt. Thank you.
sieht man dich ja als Dirigentin die ganze Zeit vor dem Orchester und du machst Bewegungen. Was bedeuten diese Bewegungen? Was machst du da? Also als Dirigent zeigt man dem Orchester ganz verschiedene Sachen. Das eine ist zum Beispiel, wie laut und leise ein Orchester spielen soll, kann ich zeigen. Das andere sind Charaktere, also ob wir zum Beispiel jetzt heute diese Stelle vielleicht weicher spielen oder eher lustiger und kurz. Aber das Wichtigste ist eigentlich das Tempo. Das bedeutet, wie schnell oder langsam wir ein Stück spielen. Weil das muss ich zeigen, weil wenn natürlich jeder Musiker sein eigenes Tempo spielen würde, dann hätten wir ein ziemliches Chaos. Und das andere ist, was ich auch noch mache, ist, dass im Konzert muss ich sehr, sehr gut darauf hören, dass alles aufeinander ist und dass alles gut zusammenpasst. Und dann eingreifen, wenn irgendwas sehr schwierig wird oder wenn ich merke, dass vielleicht zwei Gruppen plötzlich anfangen, nicht mehr zusammenzuspielen, dann muss ich eingreifen. Und es ist eigentlich ein bisschen wie vielleicht der Schiedsrichter beim Sport. Nur ohne Trillerpfeife. Dafür hast du ja diesen Stab. Kann ich den mal kurz anfassen? Also für mich ist er ja so ein bisschen wie so ein Zauberstab, mit dem man Musik machen kann. Warum gibt es diesen Stab überhaupt? Das ist eigentlich dazu da, damit es eine Verlängerung von meinem Arm gibt und damit auch die Musiker, die weiter weg sitzen, mich besser sehen können. Und damit, also quasi es vergrößert ja wie ein bisschen meine Bewegung. Dann muss ich ja nicht so viel machen und man sieht es trotzdem gut. Also ich würde ja gerne auch mal so zaubern. Vielleicht können wir das ja mal alle zusammen probieren, ja? Also vielleicht kannst du mir das zeigen und wir euch. Und ich bräuchte erstmal einen Zauberstab, glaube ich. Und ihr nehmt euch am besten auch irgendwas zum Dirigieren. Ein Stift, eine Stricknadel oder eben einen Kochlöffel. Also, wie genau dirigiert man jetzt? Zeig mal. Also, normalerweise fässt man ihn am dicken Ende an, aber das ist egal, wie du magst. So, okay. Und dann, jetzt bei dem Stück geht es eigentlich nur 1, 2. 1 ist immer runter, 2 ist hoch. Genau, und dann unten geht man so ein bisschen um die Ecke hier so, dass es nicht so eckig ist. Genau. So. Okay. Das relativ einfach. Relativ einfach aus. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ich würde sagen, wir dirigieren mal gemeinsam das HR-Sinfonieorchester. Achtung, und es geht los. Juri, also tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt ganz schnell los zum HR-Sinfonieorchester in die Probe. Die warten schon. Okay, Mensch, vielen Dank, dass du uns das geteilt hast. Das hat total Spaß gemacht. Ja, danke. Alles Tschüss. Gute, ja? Mach's gut. Ciao. Boah, das war jetzt echt ein Erlebnis. Na, vielleicht hat euch das Dirigieren ja so Spaß gemacht, dass einer von euch auch irgendwann mal Dirigent wird wie Ruth Reinhardt. Die ist super, die Frau Dirigentin. Zu meiner Zeit wäre das nicht möglich gewesen, eine Frau als Dirigentin. Toll, dass das in eurer Zeit möglich ist. Ich werde es sofort meiner Frau Nina erzählen. Gleich sehen wir noch mal Ruth Reinhardt in Action. Wenn noch mehr über die Musikinstrumente erfahren wollt, dann klickt auf den Link zu unserem Young Person's Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Naja, und eigentlich würde ich jetzt gerne noch unser Quiz spielen. Aber dafür muss ich ins Quizstudio. Ich könnte jetzt ganz gut ein Trolltaxi gebrauchen. Hallo, Herr Troll! Beamen bitte! Ui. So ein Trolltaxi ist echt klasse. Ja, und damit kommen wir auch schon zur ersten Frage. Was für ein Glücksbringer hatte Edvard Grieg immer in seiner Fracktasche? War das A, eine Katze, B, ein Frosch oder vielleicht C, ein Vogel? Heute ist ein Fest bei den Fröschen am See, Ball und Konzert und ein großes Diner. Quack, 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 quack. Natürlich ist mein Glücksbringer ein Frosch. Antwort B ist richtig.
Gut gebrüllt, Löwe. Gut gequakt, Frosch. Wir geben Antwort B ein. Habt ihr es gewusst? Ist natürlich richtig. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. In welchem barocken Tanz steckt das französische Wort für Lachen, Spaß haben? Ist es A. in der Gavotte, B. in der Sarabande oder vielleicht C. im Rigaudon? Na? Es ist natürlich der Rigaudon. Da steckt das französische Wort rigoler drin. Und das steht für Lachen und Spaß haben. Also, Herr Grieg, heute könnte man wirklich denken, Sie haben einen Clown gefrühstückt. Gut, wir loggen Antwort C ein und das ist natürlich richtig. Damit kommen wir zur letzten Frage für heute. Wir haben ja Ruth Reinhardt kennengelernt. Was war die jetzt nochmal von Beruf? A. Konzertmeisterin, B. Dirigentin oder vielleicht C. Hausmeisterin? Ich war ja total begeistert von der Dirigentin. Ich habe es gleich meiner Frau Nina erzählt, dass in eurer Zeit Frauen dirigieren dürfen. Antwort B. Die Dirigentin, der Dirigent ist richtig. Ich denke, das habt ihr auch gewusst, oder? Wir loggen Antwort B ein und das ist natürlich richtig. Wenn ihr noch einmal was nachschauen wollt, dann klickt einfach auf unser Gadgetboard. Ich werde es mir jetzt richtig gemütlich machen und werde mir die ganze Suite noch einmal in aller Ruhe anhören. Gespielt vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Ruth Reinhardt. Direkt im Anschluss hieran kommt das Rigaudon. Also einfach anschauen und genießen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Classic Hits mit Juri, wenn wir gemeinsam ein spannendes Musikstück entdecken. Bis dann. Quack. Quack.